Willkommen, Freunde, zur Prophecy Odyssey, einem spektakulären Bibelstudium. Und Sie können die Zukunft erkennen. Und wir sind so dankbar für alle unsere Freunde, die zu unserem Live-Publikum hier in New York City und in meiner Heimatstadt kommen. Ich war schon eine Weile nicht mehr hier. Es hat Spaß gemacht, herumzureisen und einige der vertrauten Orte zu sehen. Ich möchte noch einmal diejenigen begrüßen, die online oder im Fernsehen zuschauen. Und wir möchten Sie ermutigen und daran erinnern, dass dies eine Live-Sendung ist. Während wir hier sprechen, könnten Sie Ihren Freunden eine kleine Nachricht schicken und ihnen sagen, dass die Prophecy Odyssey begonnen hat. Und Sie können einfach auf die Prophecy Odyssey Website gehen. Sie können es live sehen oder über eine Reihe von anderen im Internet, auf sozialen Medienseiten, wo es übertragen wird. Wir sind eine Reihe von Studien durchgegangen, die sich mit einigen der wichtigsten Themen der Prophezeiung befassen. Und ich bin so dankbar für unser Live-Publikum hier heute Abend, denn Sie werden ein Bibelstudium der Extraklasse bekommen. Wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema, das eine große Zeitspanne der Bibel abdeckt. Wir werden 1000 Jahre abdecken in etwa 50 Minuten. Es geht um den großen Tag des Gerichts. Und wie immer beginne ich gerne mit ein paar erstaunlichen Fakten aus der Geschichte oder der Wissenschaft. Und heute Abend werden wir darüber sprechen, dass ich gerade ein Buch über Napoleon gelesen habe, der eine ganz schöne Persönlichkeit war, berühmt und berüchtigt. Er eroberte im 19. Jahrhundert große Teile Europas und er begann als brillanter Gefreiter. Er hatte mit Artillerie aus Korsika zu tun, die nicht aus Frankreich stammte. Und er stieg während der Französischen Revolution in der französischen Armee auf. Und er war extrem intelligent. Er war ein Wunderkind. Er schaffte es, sich an die Spitze der französischen Nation und der Armee zu arbeiten. Und dann zog er von Schlacht zu Schlacht, bis er einen Großteil Europas erobert hatte. Und er führte tatsächlich einige gute Änderungen in der Regierung ein, die immer noch beibehalten werden. Einige der napoleonischen Gesetze, aber tausende von Menschen starben in diesen Kriegen. Letztendlich kämpften einige der anderen Nationen in Europa, allen voran England, mit ihm und er wurde besiegt. Verbannten sie ihn auf die Insel Elba. Und im Jahr des Jahres wurde er besiegt. Man schickte ihn dorthin und er sollte dort seinen Lebensabend verbringen. Sie gaben ihm ein gewisses Budget und eine gewisse Freiheit, auf die er verzichtete. Aber wissen Sie, er konnte seine Isolation nicht ertragen. Er war so sehr daran gewöhnt, der Kaiser zu sein, all diese Macht zu haben und plötzlich alles zu verlieren. Aber nach etwa einem Jahr gelang ihm eine waghalsige Flucht. Er hatte etwa 1000 Soldaten, die sich ihm anschlossen. Er zog wieder in Paris ein. Eroberte die Regierung zurück und führte einen weiteren 100-tägigen Krieg gegen Europa. Es sah so aus, als könnte er wieder die Macht übernehmen, aber er wurde schließlich besiegt. Auch nachdem er Zeit zum Nachdenken hatte, konnte er sich nicht ändern. Er wollte der Herrscher der Welt sein. Und dann verbannte man ihn auf die Insel St. Helena, den entlegensten Außenposten der britischen Herrschaft, mitten im Nirgendwo, wo er schließlich starb. Das lässt mich an eine Geschichte aus der Bibel denken. Wenn Sie also Ihre Bibeln haben, schlagen Sie mit mir das Buch der Offenbarung, Kapitel 20, auf. Es ist offensichtlich, dass wir uns dem Ende der Bibel nähern. Offenbarung 22 ist das Ende der Bibel. In Kapitel 20 geht es um etwas, das man das Millennium nennt. Und es steht im Zusammenhang mit dem großen Tag des Gerichts. Nehmt eure Bibeln, Vers 1, Kapitel 20, Offenbarung. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und fesselte ihn 1000 Jahre lang. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte ihn, dass er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Aber nach diesem muss er losgelassen werden, für eine kleine Weile. Sie können zu Vers 7 springen. Wenn nun die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird hinausgehen, um die Völker wieder zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, Gog und Magog, um sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Sie bedecken die Erde wie eine Wolke und sie zogen über die ganze Erde und umringen das Lager der Heiligen, die geliebte Stadt.
Das ist das neue Jerusalem, das im nächsten Kapitel herabkommt. Und Feuer kommt von Gott aus dem Himmel herab und verzehrt sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet sind. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wovon ist hier die Rede? Wie kann es sein, dass der Teufel 1000 Jahre lang gebunden ist? Und wenn man den Teufel gefesselt hat, warum in aller Welt sollte man ihn jemals freilassen? Richtig? Ja, viele Menschen wissen nicht viel über das Millennium, obwohl es in der Bibel ein sehr wichtiger Zeitraum von 1000 Jahren ist. Einige von ihnen waren nicht hier und haben deshalb vielleicht nicht gesehen, dass es in der biblischen Geschichte 7 Epen gibt. Die Bibel sagt uns im 3. Kapitel des 2. Petrus, dass ein Tag mit dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und Petrus zitiert aus Psalm 90, wo es heißt, dass 1000 Jahre vor ihm wie ein Tag sind, wenn er vorüber ist. Wenn man also die Zeitalter in der Bibel zusammenzählt, heißt es, dass Adam 930 Jahre lebte. Und man beginnt mit Adam. Ja, und dann geht man 2000 Jahre weiter und kommt zur Zeit von Abraham. In den ersten 2000 Jahren haben wir also das Epos der Patriarchen. Gott teilt das Evangelium durch die Patriarchen. Adam, Henoch, Methusalem, Noah. Es gab einige gläubige Menschen, Seth und so weiter. Dan Abraham, er wird gerufen aus Ur der Chaldäer. Gott ruft Abraham und sagt, ich werde deinem Volk die Orakel der Wahrheit geben. Der Messias wird durch deine Nachkommen kommen. Für die nächsten 2000 Jahre, von etwa 2000 vor Christus bis 4 vor Christus. Nun, eigentlich von 2004 vor Christus bis 4 vor Christus, als Jesus geboren wurde. Weitere 2000 Jahre, das nächste Epos. Predigt Gott das Evangelium durch die. Das jüdische Volk zu den Hütern des Wortes. Sie stellten der Welt Jesus als den Messias vor und die Bibeln und die Schriften verbreiteten sich überall. Dann wird Christus geboren. Etwa 4 Jahre vor Christus. Ich weiß, Sie fragen sich, wie Jesus 4 Jahre vor Christus geboren werden konnte. Und als man diese Datierungsmethode einführte, ging man von einer fundierten Vermutung aus. Jahre später fanden sie heraus, dass sie daneben lagen, denn wir wissen, dass Herodes der Große, der Jesus als Baby töten wollte. Er starb im Jahr 2 vor Christus. Christus musste geboren werden, bevor er starb. Und wir wissen, dass Jesus im 15. Jahr von Tiberius Caesar, also 27 nach Christus, getauft wurde, als er 30 Jahre alt war. Lassen Sie sich also nicht das verwirren. Ich glaube, ich habe sie bereits verwirrt. Wie auch immer, es sind also 2000 Jahre von Abraham bis Christus. Und jetzt sind wir heute hier, 2000 Jahre nach Christus. Insgesamt 6000, wenn der Herr wie 1000 Jahre ist, sind wir wie 6000 Jahre. Und dann leben und herrschen wir mit Christus für einen 1000-jährigen Sabbat. Wisst ihr, die Juden hatten ein Programm, bei dem man sein Land 6 Jahre lang bewirtschaftet und dann 1 Jahr lang wüst. Für 1 Jahr. Ich möchte Ihnen etwas aus der Bibel vorlesen. Wenn Sie Ihre Bibeln bei sich haben oder diejenigen, die zu Hause zuschauen, gehen Sie zum letzten Kapitel der 2. Chronik. Dort gibt es eine sehr interessante Aussage, in der es um Folgendes geht. Was hier mit den Kindern Israels geschehen würde. Lassen Sie mich zurückgehen. Ich habe all diese kleinen Registerkarten, die die verschiedenen Passagen hier markieren. 2. Chronik, Kapitel 36. Die Kinder Israels werden nach Babylon verschleppt. Sie hatten den jährlichen 7-jährigen Sabbat nicht eingehalten. Alle 6 Jahre bearbeiteten sie ihr Land. Dann sollten sie es ruhen lassen. Alle 6 Jahre konnten sie einen hebräischen Knecht haben, aber sie sollten ihn freilassen. Sie hatten sie nicht freigelassen. Sie hatten das Land nicht zur Ruhe kommen lassen. Und Gott sagte, wenn ihr es nicht freiwillig tut, werde ich es erzwingen. Und für diese 490 Jahre, in denen ihr das Land nicht geruht habt, werde ich 1 Jahr nehmen und euch in Gefangenschaft nehmen und das Land dazu bringen, den Sabbat zu halten. So steht es hier in der 2. Chronik, Kapitel 36, ich lese Vers 21. Um das Wort des Herrn durch den Mund des Jeremia zu erfüllen, bis das Land seine Sabbate genossen hatte, solange es 70 Jahre lang wüst lag. Sie hielt den Sabbat. Um 70 Jahre zu erfüllen. Als das Land Israel also wüst lag, sagt die Bibel, dass es den Sabbat hielt. Während des Jahrtausends ist diese Welt wüst, sie hält Sabbat. Das heißt, wir stehen kurz davor,
Man könnte sagen, dass der Sonnenuntergang für die Welt bevorsteht. Und dann wird es 1000 Jahre geben, in denen wir mit Christus leben und regieren werden. Beginnen wir also mit dieser 1000-jährigen Periode in unserer Lektion. Frage Nummer 1. Was beginnt? Welche Ereignisse kennzeichnen den Beginn der 1000 Jahre? Die Antwort, Thessalonicher 14, vergesst nicht, dass ihr die Antworten in blauer Schrift schreiben könnt. Das hilft den anderen, sie auszufüllen. Der Herr selbst wird mit einem Ruf vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden auferstehen. Der Beginn des Jahrtausends wird durch das Kommen des Herrn gekennzeichnet. Dies ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte, das dies kennzeichnen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, aber ich freue mich schon darauf. In der Apostelgeschichte Kapitel 1 heißt es, dass die Jünger Jesus in den Wolken aufsteigen sahen und dass er in den Wolken auf dieselbe Weise zurückkehren wird, wie er gekommen ist. Aber seine Füße berühren den Boden nicht. Er sagte den Jüngern, Johannes 14, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, werde ich wiederkommen. Glaubt ihr, Jesus? Und euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Tatsächlich haben wir hier eine kleine Vision der Wiederkunft. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich in dieses Loch springen könnte. Das ist erstaunlich, die Realität, die Sie hier haben. Sie haben das zweite Kommen von Jesus. Weißt du, was die Wolken sind? Ist es H2O? Nein, es steht in Psalm 1,4. Seine Diener, die Engel, seine dienenden Geister, er kommt in Wolken der Herrlichkeit. Engel sind leuchtende Wesen, es sind Wolken aus Licht. Engel werden manchmal auch Sterne genannt. Was glaubst du, was der Stern war, dem die Weisen folgten? Es war kein Asteroid oder ein Komet, der über dem Haus in Bethlehem schwebte. Es war eine Schar von Engeln, die für sie wie Sterne aussahen. Und so kommt Christus, heißt es, und alle Engel mit ihm. Was glauben sie, wie hell das sein wird? Ja, aber seine Füße berühren nicht den Boden, wie wir gefangen sind. Wenn also jemand herumläuft und behauptet, er sei Jesus, hat Christus nicht gesagt, dass es viele falsche Christusse geben wird? Lasst euch davon nicht täuschen. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, tot in den Augen Christi. Was tun sie in Offenbarung 20? Sie leben und sie herrschen mit Christus für 1000 Jahre. In der Prophetie ist ein Tag manchmal gleichbedeutend mit einem Jahr. Manche fragen sich daher, ob es sich um geistliche 1000 Jahre oder um buchstäbliche 1000 Jahre handelt. Wir glauben, dass es sich um buchstäbliche 1000 Jahre handelt. Und zwar aus mehreren Gründen. Wenn Jesus kommt, sind wir in die Ewigkeit eingetreten. Wir haben unseren verherrlichten Körper. Gott benutzt nicht mehr die Bibel, um zu uns zu sprechen. Wir sprechen dann von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Es handelt sich also um buchstäblich 1000 Jahre, genauso wie es buchstäblich 6000 Jahre von der Zeit Adams bis heute sind. Und wieder geben wir hier nur ungefähre Angaben. Kein Mensch kennt den Tag oder die Stunde. Amen. Des Kommens Jesu. Es könnte später sein, als Sie denken. Denn die Bibel sagt, er leidet lange für uns. Wir wollen nicht, dass jemand umkommt. Er wartet so lange, wie er kann, um so viele wie möglich zu retten. Vielleicht ist es früher, als Sie denken. Denn er sagte, zu einer Stunde, die ihr nicht für möglich haltet, kommt der Menschensohn und er wird sie in Gerechtigkeit verkürzen. Versuchen Sie also nicht, den Tag oder die Stunde des Kommens Christi festzulegen. Sie werden jetzt hören, wie ich das Wort Millennium verwende. Das Wort Millennium kommt in der Bibel nicht vor. Es ist nur ein theologischer Begriff. Es ist eine Zusammensetzung aus zwei griechischen Wörtern. Ich glaube, es ist eigentlich Latein, Millae und Annum. Und es bedeutet einfach 1000 Jahre. Wenn ich also von Millennium spreche, ist damit der Zeitraum von 1000 Jahren gemeint, über den wir sprechen. Man findet es hauptsächlich in der Offenbarung, Kapitel 20. Karen sagte, dass ich die zweite Antwort nicht gegeben habe. Ich danke Ihnen. Sie leben in Christus. Sie leben mit Christus 1000 Jahre lang, aber der Rest der Toten lebt nicht wieder, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Das ist die erste Auferstehung. Ich bin froh, dass ich das gelesen habe. Das ist sehr wichtig. Wenn die Toten in Christus zuerst auferstehen und das sind die Geretteten, wer sind dann die übrigen Toten? Sie sind die Verlorenen. Es gibt nur noch eine andere Gruppe, oder? Wenn alle Guten gerettet sind, was bleibt dann noch übrig? Die Bösen. Und so kommen sie nicht vor dem Ende heraus. Jesus sagte, es gibt zwei Auferstehungen. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, die Auferstehung des Lebens. Diejenigen, die Böses getan haben, die Auferstehung der Verdammnis oder die Auferstehung der Verurteilung. Das steht auch in Daniel, Kapitel 12.
Zu dieser Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Not sein, wie es sie noch nie gegeben hat, seit es ein Volk gibt, bis zu dieser Zeit. Und zu dieser Zeit werden viele, die im Staub der Erde schlafen, erwachen. Einige zum ewigen Leben, die anderen zu Schande und ewiger Verachtung. Die Bibel trennt diese Auferstehungen durch 1000 Jahre. Dazu werden wir gleich mehr hören. Zweitens, was wird bei der ersten Auferstehung noch geschehen? Die Antwort, 1. Korintherbrief 15, Vers 51. Wir werden nicht alle schlafen, sondern wir werden alle was sein? Verwandelt in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Es heißt, er wird unseren niedrigen Leib verwandeln, damit er seinem verherrlichten Leib. Nun, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, aber es wird eine Generation von Menschen auf der Welt geben, die nicht sterben wird. Ich habe nicht unbedingt Angst vor dem Tod, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber zu dieser Gruppe gehören. Ich glaube, wir alle haben von Natur aus eine Abneigung gegen den Tod. Ich glaube, Woody Allen hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn er eintritt. Ich sollte ihn also nicht zitieren, Entschuldigung. Aber wissen Sie, es gibt ein Erlebnis, bei dem Jesus auf dem Berg der Verklärung erscheint. Vielmehr ist Jesus auf dem Berg der Verklärung und Mose und Elias erscheinen. Mose ist gestorben, aber er ist auferstanden, eine besondere Auferstehung. Sie lesen darüber im Buch Judas, Vers 9. Elia stirbt nicht, er wird entrückt. Das heißt, er wird entrückt. Und er geht in den Himmel, ohne zu sterben. Wer kam noch in den Himmel, ohne zu sterben? Henoch. Es gibt noch ein paar Leute. Und bei der Wiederkunft wird es eine ganze Gruppe von Menschen geben, die nicht sterben werden. Aber in einem Augenblick im Handumdrehen bekommen wir unsere verherrlichten Körper und werden in die Luft entrückt, um denen zu begegnen, die gerade auferstanden sind. Amen. Ich möchte zu dieser Gruppe gehören. Wenn der Herr mich fragt, ist das meine erste Wahl. Ja, aber ich will einfach nur gerettet werden. Amen. Was geschieht mit den Bösen? Darüber können Sie in 2, Thessalonicher 2, Vers 8 lesen. Dann der Gesetzlose, das heißt der Antichrist. Es geht hier nicht speziell um den Teufel. Es bedeutet das menschliche Element. Dann der Gesetzlose und alle Bösen. Was wird der Herr tun? Vernichten mit dem Glanz seines Kommens, Christi kommen und die Herrlichkeit Gottes wird wie ein Flammenwerfer sein. Für die Gottlosen sein. Aber es wird die Gerechten nicht verletzen. Wie viele erinnern sich daran, dass die drei Hebräer mit Jesus in einem feurigen Ofen waren und überhaupt nicht verbrannt wurden? Das Einzige, was verbrannt wurde, waren die Stricke, mit denen sie gefesselt waren. Ihr könnt durch das Feuer gehen, aber Christus sagt, ich werde mit euch gehen. Manche durch das Feuer, manche durch die Flut, manche durch das Wasser, aber alle durch das Blut. Amen. Dann könnt ihr in Offenbarung 16, Vers 18, Vers 20 und 21 lesen, dass es ein großes Erdbeben. In Kalifornien sagen sie immer, dass wir eines Tages das große Erdbeben haben werden. Sie denken, wenn wir in San Francisco jemals ein Erdbeben haben, wie das in Alaska im Jahr 1964 oder das in Indonesien im Jahr 2000, wenn wir ein Beben der Stärke 9 auf der Richterskala haben, dann wird es die ganze Stadt auslöschen. Oder in Los Angeles, wir leben auf einer Verwerfungszone. Dort. In Sacramento, wo wir leben, ist das nicht so schlimm, da haben wir Strandeigentum, wenn das passiert. Aber die Leute, die auf der San Andreas-Verwerfung leben, werden einen großen Schaden haben. Das ist nichts im Vergleich zu diesem. Dieses Beben wird eine Stärke von 55 auf der Richterskala haben. Erdhügel werden verschluckt, Inseln verschwinden, die ganze Erde zittert wie ein Schilfrohr im Wind, sagt die Bibel. Wie ein Erdbeben, wie es noch keins gegeben hat, seit Menschen auf der Erde sind, flieht jede Insel und die Berge werden nicht gefunden. Und ein großer Hagel fällt vom Himmel auf die Menschen. Und die Hagelkörner wiegen ein Talent. Nun sind sich die Gelehrten nicht ganz einig, denn es gibt das ägyptische Talent und das hebräische Talent und das babylonische Talent, aber das macht nichts, denn sie wiegen irgendwo zwischen 55 und 75 Pfund. Hagelkörner, when? Als sie sich das vorstellen können. Offenbarung 20, Verse 1 und 2. Und während dieser Zeit hat ein Engel, wahrscheinlich Gabriel, der Luzifers Position einnahm, den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, ergriffen und ihn für 1000 Jahre gebunden.
Wir werden in einer Minute darüber sprechen, wie und wo er gebunden ist. Frage Nummer 3. Wer wird bei der zweiten Auferstehung auferweckt werden? Und wann wird sie stattfinden? Wir haben es bereits angesprochen, aber lesen wir die Verse. Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und auferstehen, die, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, und die, die Böses getan haben, was haben sie getan? Das Böse. Wer ist also in dieser Auferstehung? Die Verlorenen. Sie haben ihre Sünden nicht gebeichtet und sich nicht von ihnen abgewandt. Die Auferstehung der Verdammung. Also wie viele hier haben Böses getan? Wir alle haben gesündigt. Unsere einzige Hoffnung ist also, dass uns unsere Sünden vergeben werden. Aber wenn wir nicht unter dem Blut stehen, wenn wir uns Jesus nicht hingegeben haben, sind wir in der falschen Auferstehung. Übrigens, wenn du aus dem Grab kommst und noch Falten hast, ist das nicht gut. Sie sind in der falschen Auferstehung. Wenn du aus dem Grab kommst und in das Grab neben dir schaust und da ist Adolf Hitler, dann ist das nicht gut. Du bist in der falschen Auferstehung. Es heißt, oh, ich glaube, ich habe es nicht gelesen. Das Böse und die Auferstehung der Bibel nennt es Verurteilung, um zu verurteilen. Jesus sagte, ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wir sind bereits durch unsere Sünde verdammt. Wir müssen von dieser Verurteilung gerettet werden. Wir stehen unter dem Gesetz. Jesus will uns von der Strafe des Gesetzes befreien. Amen. Die übrigen Toten, Offenbarung X-Pfingstmu, werden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Das heißt, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, werden die Bösen auferweckt zum Gericht. Aber es geht um mehr als nur um das Gericht. Beachten Sie hier Nummer 4. Was ist der Zustand der Welt während der 1000 Jahre? Wir haben über die Ereignisse gesprochen, mit denen die 1000 Jahre beginnen. Jesus kommt, wir werden entrückt, um ihm zu begegnen. Wenn wir am Leben sind, bekommen wir unseren verherrlichten Körper. Die Toten in Christus stehen auf mit verherrlichten Körpern. Ich erinnere mich an ein Bild. Ich glaube, ich habe es vor einer Minute auf dem Bildschirm gezeigt, das eine Mutter zeigt, die ihr Baby bei der Auferstehung umarmt. Und nach der Sendung kam eine Frau weinend zu mir und sagte, können Sie mir dieses Bild besorgen? Sie sagte, ich habe 2 Kinder verloren. Und sie sagte, ich hoffe nur, dass ich sie bei der Auferstehung wiedersehen werde. Und dann wird es ein großes Wiedersehen geben, Freunde. Wie sieht der Zustand der Welt in den 1000 Jahren aus? Siehe, der Herr macht die Erde, was? Er macht sie leer und verwüstet sie. Nein, wartet, wartet, wartet. Einige von euch werden sagen, Pastor Doug, ich dachte, wir leben und herrschen mit Christus hier unten. Wissen Sie, es gibt gute Christen da draußen. Es gibt 2 Hauptlager. Die eine Gruppe glaubt, dass wir hier auf der Erde sind. Wenn Sie die Left Behind Bücher lesen oder Hal Lindsey oder Tim LaHaye folgen, glauben Sie, dass wir während der 1000 Jahre hier auf der Erde sind. Die traditionellen Protestanten glauben, dass wir während der 1000 Jahre mit Christus in der Herrlichkeit leben und herrschen. Die Bibel sagt, dass wir bei ihm sind und die Bösen vernichtet werden. Die Left Behind Gruppe sagt, dass die Gerechten, die ewiges Leben haben, über die Bösen herrschen, die noch im Sterben liegen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich möchte nicht über die Bösen herrschen. Ich möchte bei Christus sein. Lassen Sie uns herausfinden, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wie ist der Zustand der Erde? Seht, der Herr macht die Erde leer, er macht sie wüst. Lesen Sie in Jeremia 4, Vers 23. Ich sah die Erde an und sie war wüst und leer. Wenn ich jetzt an dieser Stelle aufhöre, werden Sie denken, das klingt ja wie in der Genesis. Ich muss weiterlesen. Und die Himmel und sie hatten kein Licht. Und ich sah die Berge und sie erbebten und kein Mensch war da und alle Vögel des Himmels waren geflohen. Das heißt, sie waren da, aber jetzt sind sie weg. Lies weiter. Das fruchtbare Land war eine Wüste und alle seine Städte waren niedergebrochen. Die Erde ist mit zerstörten Städten bedeckt. Und warum? Durch die Gegenwart des Herrn und durch seinen grimmigen Zorn. Als der Herr mit der Schöpfung begann, war die Erde ohne Form und leer. Und er wird sie wieder ohne Form und leer machen, bevor er sie neu erschafft. Diese Erde wird ein dunkler, trostloser, zerstörter Ort sein. Der Teufel wird sich die Ergebnisse seiner Regierung ansehen müssen, 1000 Jahre lang ansehen müssen. Er ist gebunden. Hört euch diesen Vers an. Jeremia 25, 33. An jenem Tag werden die Erschlagenen des Herrn von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde sein. Sie werden nicht gesammelt oder begraben werden. Das ist kein sehr schöner Gedanke.
Aber was könnte der Grund dafür sein? Ist Ihnen klar? Das zurückgelassene Szenario der Prophezeiung? In Ihrem Plan gibt es keine Zeit, wenn die Erde verödet ist. Es gibt keine Zeit in Ihrem Plan, in der es von Erschlagenen wimmelt und niemand sie betrauert oder begraben kann, weil alle weg sind. Alle sind tot. Die Städte sind niedergebrochen. Alle Vögel sind geflohen. Hier unten ist immer etwas los. Aber die Bibel ist ziemlich klar. So wie Nebukadnezar die Juden wegführte in die goldene Stadt Babylon und das Land Israel war verwüstet, bis sie freigelassen wurden, um wieder nach Hause zu kommen. Dieser Planet wird verwüstet sein, bis das neue Jerusalem von Gott herabkommt. In welche Richtung werden wir gehen, wenn Jesus kommt? Wir werden entrückt. Er sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, werde ich euch aufnehmen und euch in die Wohnungen führen. Ich habe alles vorbereitet. Es ist nicht vor Offenbarung 21. Ich sah das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Diese Erde ist also verwüstet. In Hesekiel ist von einer Vision des Tals der Gebeine die Rede. Haben Sie schon einmal davon gehört? Und dann werden die Gebeine wieder lebendig. Es gibt eine Auferstehung. Erstaunliche Tatsache. Damals in den 40er Jahren haben einige britische Parkwächter hoch oben im Himalaya und stießen auf ein Tal, sehr kalt, 16.000 Fuß hoch. Es taut fast nie auf und es war mit Hunderten von Menschenknochen gefüllt. Und sie wussten nicht, was passiert war. Es war keine Lawine, es sah nicht so aus. Und es sah auch nicht so aus, als ob es irgendwelche Waffen gegeben hätte. Und doch gab es all diese Menschen und. Viele von ihnen waren noch nicht vollständig verwest. Sie waren teilweise gefroren. Und es war jahrelang ein Rätsel. Schließlich entdeckte man anhand der Verletzungen, dass es sich um Pilger handelte, die auf dem Weg über die Berge waren, möglicherweise von Pakistan nach Indien. Hunderte von ihnen, die von einem Hagelsturm erfasst wurden. Es gab keine Bäume und keinen Platz zum Verstecken. Und sie wurden getötet. Ein Tal voller Knochen. Können Sie sich die Erde vorstellen, wenn sie mit den Erschlagenen bedeckt ist? Wer ist nun hier auf der Erde gebunden? Der Teufel für 1000 Jahre. Wo werden die Heiligen während der 1000 Jahre sein und was tun wir? Er sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort, wo ich bin, bei Jesus sein könnt. Es ist wie ein tausendjähriger Sabbat. In der Bibel steht, dass man 6 Tage arbeitet und am 7. Tag. Wir gehen und treffen uns mit anderen Gläubigen. Und normalerweise bleibt man nicht zu Hause. Man geht hin, um sich zu versammeln. Wir werden einen tausendjährigen Sabbat mit Jesus im Reich Gottes verbringen. Amen. Und dort gibt es Dinge, über die wir sprechen werden. Aber wir leben und herrschen mit Christus. Wir werden nicht über die Bösen herrschen. Jesus sagte, wir werden auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme herrschen. Wir herrschen über die Erlösten. Wir sind Botschafter für den Herrn im Universum. Ich will nicht über die Bösen herrschen. Wollen Sie das? Nein. Ich habe Throne gesehen. Das ist es, was wir tun. Lies es in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 4. Ich sah Throne und sie saßen darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und sie lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre lang. Was für ein Gericht findet nun während dieser Zeit statt? Den zweiten Teil der Antwort werde ich gleich vorlesen. Wenn man in den Himmel kommt, werden wir Fragen haben. Wie viele von Ihnen werden Fragen haben? Weil es heißt, dass es 3 Überraschungen geben wird, wenn man in den Himmel kommt. Überraschung Nummer 1 ist, dass ihr dort seid. Überraschung Nummer 2 ist, dass einige Leute dort sein werden und ihr denkt, wie sind sie hierher gekommen? Denken Sie einmal kurz darüber nach. Wenn du deine Bibel kennst, Stephanus, der Märtyrer, im Himmel. Und sein Engel gibt ihm eine Führung und er sagt, hier ist dein schönes Haus und du hast diese Sterne in deiner Krone, weil du der erste Märtyrer warst. Du hast dich für Jesus eingesetzt und es gibt eine Parade, die vorbeizieht und die Engel tragen Paulus auf ihren Schultern in dieser Parade und Stephanus geht. Was macht er hier? Denn das letzte Mal, als ich ihn sah, war er ein Komplize bei meinem Mord. Ihr Jungs macht normalerweise gute Arbeit, aber ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr müsst eure Software besser überprüfen. Paul sollte eigentlich nicht hier sein. Und der Engel sagt, Stephen, was war dein letztes Gebet? Nun, ich habe gebetet, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nun, Gott hat dein Gebet erhört. Er vergab Saulus und Saulus wurde bekehrt. Er wurde zu Paulus. Er wurde der größte Apostel des Neuen Testaments und schrieb fast die Hälfte des Neuen Testaments. Und es sind viele Menschen hier, weil sie für Paulus gebetet haben und Gott ihm vergeben hat.
Wir werden also urteilen, und urteilen bedeutet nicht, dass sie auf einer Bank sitzen und mit einem Hammer schuldig, unschuldig, schuldig, unschuldig sagen. Es bedeutet, dass man Beweise auswertet. Wir werden eine Menge Fragen haben. Es wird einige interessante Wiedersehen geben. Sie wissen schon die Geschichte von David und Bathseba und Uriah. Uriah war ein gottesfürchtiger Mann. Er war einer von Davids mächtigen Männern, und er wird im Himmel sein. Und die Bibel scheint zu sagen, dass Bathseba auch dort sein wird. Sie hat Buße getan, und Salomos Mutter. Und David werden dort sein. Und sie werden ein kleines Gespräch führen müssen, wenn sie dort ankommen. Amen. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe eine Menge Fragen. Ich möchte, sie wissen schon, ich habe biblische Figuren, mit denen ich reden möchte. Und es ist nur zwischen mir und dir. Ich muss Jakob fragen. Wie kommt es, dass er nicht wusste, dass es Lea war? Erst am Morgen, in seinen Flitterwochen? Bin ich der Einzige, der sich das gefragt hat? Wir werden also eine Menge Fragen haben. Und ich habe dir gesagt, dass es drei Überraschungen gibt. Die dritte Überraschung ist, dass sie sagen werden, wo ist Pastor so und so? Wo ist Schwester so und so? Die Diakonin, der Diakon, sie waren immer so geistlich. Und sie haben jede Woche ihre Bibeln umarmt. Und sie hielten Bibelstunden. Und der Engel sagte, kommt mit mir und sie werden uns in die Bibliothek bringen. Weißt du, jedes Geheimnis, das wir gesagt haben, wird aufgezeichnet. Und ich bekam eine Nachricht mit der Post. Und ich öffnete diesen Umschlag von Placer County. Und da stand, dass sie ein Bußgeld für illegales Wenden zahlen müssen. Ich sagte, ich habe nicht illegal gewendet und ich war nicht einmal dort. Ich zog das Papier heraus und da war ein Foto von mir, wie ich wirklich schuldig aussehe. Und ich dachte, oh ja, ich war da. Verhaftet. Und der Engel wird uns hinüberbringen und uns das Band zeigen. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass die Dinge, die im Verborgenen geschehen, von den Dächern verkündet werden. Ich möchte, dass meine Sünden unter dem Blut Jesu stehen, Freunde, denn ich will nicht, dass ihr meine Bänder seht. Und sie wollen, dass ihre Sünden unter dem Blut Jesu stehen, aber die Menschen, deren Sünden nicht vergeben sind, werden es nicht sein. Alles wird nackt und offen vor den Augen sein. Und so wollen wir neue Geschöpfe sein und unsere Sünden abgewaschen haben. Wie also werden wir urteilen? Und beachten Sie den zweiten Teil der Antwort. Wisst ihr nicht, dass die was? Die Gläubigen werden die Welt richten. Wisst ihr nicht, dass wir richten werden? Engel richten werden? Und was wir tun, ist, dass wir über das Urteil Gottes urteilen. Und urteilen wir über gute Engel? Gibt es böse Engel? Wie viele von euch wurden schon einmal in Versuchung geführt? Ist euch klar, dass es nicht Satan ist? Satan weiß nicht einmal, wer die meisten von euch sind. Er ist nicht allwissend. Tatsache ist, dass die Teufel einmal sagten, zu einigen jungen Männern, die versuchten, diesen einen Mann auszutreiben, der einen Teufel hatte, und der Teufel schlug sie zusammen, schlug diese sieben Jungen zusammen und jagte sie verwundet und nackt davon. Und der Teufel sagte, ihr versucht mich auszutreiben im Namen von Jesus, den Paulus predigt. Er sagte, ich kenne Jesus. Diese Engel kannten Jesus, bevor sie verstoßen wurden. Und der Engel sagte, und ich kenne Paulus. Der Teufel wusste, wer Paulus war, aber dich kenne ich nicht einmal. Also Engel, diese bösen Engel, aber es gibt böse Engel, die dich kennen, weil Gott hat dir nicht nur Schutzengel gegeben, sondern der Teufel hat wahrscheinlich auch jemanden, der dich beobachtet. Wir werden uns diese Engel ansehen und sagen, ich erinnere mich daran, was dieser Typ mir angetan hat. Dieser Engel, ich erinnere mich an all die Male, die er mich in Versuchung geführt hat. Ich habe versucht, dem Herrn zu folgen. Er hat versucht, mich zu Fall zu bringen, hat versucht, mich zu entmutigen. Verloren. Wir werden diese bösen Engel, die uns heruntergezogen haben, verurteilen. Nummer 6. Was wird am Ende der 1000 Jahre geschehen? Ich glaube, ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, darüber zu sprechen. Lassen Sie mich also hier eine Pause machen, bevor ich diese Frage beantworte. Was ist der Brunnen ohne Boden? Es heißt, dass Satan in einem Brunnen ohne Boden gebunden ist. Das ist nicht die beste Übersetzung. Man findet sie in der King James und in einigen anderen. Das griechische Wort dort lautet, Satan ist im Abusos gebunden. Das Wort Abusos ist dasselbe Wort, das man im griechischen Alten Testament findet, wo es heißt, am Anfang schuf Gott die Welt und das Wort war nichtig. Abusos.
Es bedeutet, dass es wie eine Leere war, chaotisch. Es ist eine Welt ohne Menschen, die sie in Versuchung führen oder manipulieren könnten. Lassen Sie mich Ihnen einen weiteren Beweis geben. Wenn Sie im Buch Markus Kapitel 5 und im Buch Lukas Kapitel 8 lesen, dass dieser Mann von Dämonen erfüllt ist und die Dämonen zu Jesus sagen, wir sind eine Legion, wirf uns nicht in dich hinein. Das Wort dort ist tief. Das Wort im Griechischen ist abusos, dasselbe Wort wie in Offenbarung 20. Dasselbe Wort, das mit Abgrund übersetzt wurde. Warum der King James Übersetzer? Sie wurden am Ende der Bibel kreativ. Abgrundloser Abgrund. Aber das Wort ist abusos und bedeutet die Leere, die Dunkelheit, in der die Teufel in Ketten liegen, weil sie nichts zu tun haben. Sehen Sie, Teufel sind Arbeitssüchtige. Was soll der Teufel 1000 Jahre lang tun, wenn es keine Menschen gibt, die er in Besitz nehmen, verführen oder manipulieren kann? Und als Jesus die Teufel aus dem Besessenen austrieb, sagten sie, lasst uns wenigstens die Schweine besitzen. Er gebt uns etwas zum Besitzen. 1000 Jahre lang gibt es keinen Menschen auf der Erde. Die Erde ist eine Dunkelheit. Sie ist wieder eine Leere. Sie ist ein Abusus. Satan ist gebunden auf diesem Planeten. Er und seine Engel. Und seine Engel werden ihn herumjagen und sagen, du hast uns gesagt, wenn wir dir folgen würden, würde alles besser werden. Nun sieh dir an, was passiert ist. Es wird furchtbar werden. Ein Grund dafür, dass Gott ihm 1000 Jahre Zeit gibt, bevor er ihn vernichtet, wird gleich deutlich werden. Was geschieht am Ende der 1000 Jahre? Es heißt, dass der Tag gekommen ist, an dem der Herr kommt. An jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Wird Jesus eines Tages einen Touchdown machen? Wenn er das nächste Mal kommt, gehen wir hinauf. Ja, am Ende der 1000 Jahre steigt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herab. Aber bevor es sich niederlässt, sagt Zacharja 14, dass er aus der Stadt herauskommt. Seine Füße berührten den Ölberg. Warum der Ölberg? Es heißt, er stieg hinauf. Er ging mit seinen Jüngern von Bethanien auf den Ölberg an und er stieg hinauf. Es war auf dem Ölberg, wo er ihnen von seinem zweiten Kommen erzählte. Er kommt dorthin zurück, wo er aufgehört hat. Und es heißt, dass seine Füße ihn berühren werden und ein großes Tal bilden werden. Ihr wisst, die ganze Welt ist verwüstet. Er muss ein sauberes Fundament vorbereiten, 375 Quadratkilometer groß, denn das sind die Maße des neuen Jerusalem. Und er lässt sich in diesem Tal nieder, das er vorbereitet. Es heißt, auf dem Ölberg, der Jerusalem im Osten gegenüberliegt, und der Ölberg wird sich in zwei Teile teilen. Es war auf dem Ölberg, wo Jesus im Garten Gethsemane betete, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Übrigens, wenn Jesus den Ölberg berührt und dieses große Tal entsteht, sind die Ausmaße des neuen Jerusalems und dieses großen Tals so groß, dass es das Land Israel, das Gott Abraham versprochen hat, vollständig umschließt. Als Gott also Abraham versprach, ich werde dir dieses Land geben, sieh nach Norden, sieh nach Süden, sieh nach Osten und sieh nach Westen. Und er führte Mose auf den Berg Nebo. Er sagte, ich möchte, dass du das verheißene Land siehst. Alles, was Gott diesem Volk versprochen hat, werden sie buchstäblich bekommen. Es wird in diesem Gebiet zu dieser Zeit sein. Und es wird viel Platz für euch sein, Freunde. Es ist ungefähr so groß wie der Staat Oregon. Es wird reichlich Platz sein. Macht euch keine Sorgen, dass Gott der Platz ausgehen wird. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. Dies geschieht am Ende der 1000 Jahre. Es heißt, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem herabkommen. Aus dem Himmel herabsteigen, von Gott herabkommen, zubereitet wie eine Braut, denn seine Kirche ist in der Stadt und wir sind die Braut Christi, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wunderschön! Die Bibel sagt, er kommt, um eine Braut zu holen, die weder Flecken noch Runzeln noch irgendeine Befleckung hat, denn wir sind gewaschen worden. Wir haben unsere Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Amen. Was geschieht als nächstes, um Satan aus seinem Gefängnis zu befreien? Jetzt hatte der Teufel 1000 Jahre Zeit, alles zu überdenken und er entschuldigt sich. Kann er sich wie Napoleon ändern? Was geschieht als nächstes? Wenn die Füße des Herrn den Ölberg berühren, ruft er die Bösen heraus. Die Bibel sagt, dass die übrigen Toten nicht leben, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Am Ende der 1000 Jahre kommt ein neues Jerusalem herab und die Bösen werden auferweckt. Und es ist die Macht Christi, die sie auferstehen lässt. Der Teufel kann niemanden auferwecken. Aber jetzt werden sie zum Gericht auferweckt. Und es heißt, der Rest der Toten, das ist Offenbarung 6, Vers 5, sie werden nicht leben, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird Satan was?
Er wird aus seinem Gefängnis befreit. Warum wird er aus seinem Gefängnis befreit? Weil er bis jetzt niemanden hatte, den er verführen oder manipulieren konnte. Jetzt sieht er plötzlich alle Bösen, die je gelebt haben. Wie viele werden das sein? Ich meine, es gibt heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Natürlich sind es jetzt mehr als je zuvor. Aber wenn man in der Zeit zurückgeht, heißt es, sie bedecken die Erde wie eine Wolke. Und ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Ich möchte, dass Sie jetzt in Ihrer Bibel nachschlagen. Oh, warte, lass mich sehen. Ist es der nächste Vers? Ich meine, lassen Sie mich den nächsten Vers lesen, Nummer 8. Ich glaube, das wird es besser erklären. Was wird Satan tun, wenn die Bösen auferweckt werden? Hier steht, dass Satan hinausgehen wird, um zu verführen. Was wird er tun? Sehen Sie, während der 1000 Jahre wurde er daran gehindert, die ganze Welt zu verführen, weil es niemanden zu verführen gab. Jetzt, wo alle Bösen auferstanden sind, wird er hinausgehen, um die Nationen zu verführen. Sind das gute oder böse Völker? Und die an den 4 Ecken sind. Nun denken manche Leute, und ich will niemanden lächerlich machen, aber seien Sie an dieser Stelle einfach biblisch ehrlich. Ich höre Leute sagen, Gog und Magog. Das sind Russland und China. Und sie versuchen, Magog wie Moskau klingen zu lassen. Oder so ähnlich. Und Gog, so sagen sie, sind die Nachkommen der Asiaten in China. Dann gehen Sie zurück zu Genesis Kapitel 10. Gog war ein Feind von Gottes Volk, es war ein alter Stamm. Magog bedeutet aus der Matrix oder die Nachkommenschaft oder die Kinder von Gog, Gog und seine Kinder. In der ganzen Offenbarung heißt es, die Braut Christi in Offenbarung 12. Und ihren Überrest, ihre Kinder, es gibt Babylon und ihre Töchter. Es gab Isabel und ihre Tochter Athalia, die das Volk verfolgten. Sie haben Herodes Frau Herodias und ihre Tochter tanzten so, dass Johannes der Täufer seinen Kopf verlor. In der Bibel gibt es ein Mutter-Tochter-Bündnis, das das Volk Gottes verfolgt. Gog und Magog stehen also für die Feinde des Volkes Gottes in allen Zeiten. Wenn Sie mir jetzt nicht glauben, dann lassen Sie mich meinen Vers zu Ende lesen. Ich bin aufgeregt, ich kann es kaum erwarten, es Ihnen zu erzählen. Sie werden ausziehen, um die Völker an den 4 Enden der Erde zu verführen, Gog und Magog. Hier steht 4 Ecken der Erde, nicht Russland. Das bedeutet Norden, Süden, Osten, Westen, sie bedecken die ganze Erde. Sie werden sich zum Kampf versammeln. Dies ist das endgültige Ende der Schlacht von Armageddon. Der Beginn der Schlacht von Armageddon liegt vor den 1000 Jahren. Dort heißt es, dass der Drache mit der Frau Krieg führt. Der letzte Teil des Kampfes ist am Ende der 1000 Jahre. Die Zahl ist wie der Sand am Meer und sie gingen über die Breite der Erde, sie bedecken den Planeten und sie umzingeln das Lager der Heiligen, die geliebte Stadt. Abraham suchte eine Stadt, die Fundamente hat, das neue Jerusalem. Amen. Schlagt also in euren Bibeln das Buch Hesekiel auf. Und ich werde ein paar fabelhafte Dinge vorlesen. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Offenbarung nicht verstehen könnt, wenn ihr nicht auch andere Stellen in der Bibel lest. Ich beginne mit Jesaja Kapitel 24, Vers 19. Die Erde wird gewaltsam zerbrochen, die Erde wird aufgespalten, die Erde wird heftig erschüttert. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Trunkener, das ist das große Erdbeben, und wanken wie eine Hütte. Ihre Übertretung wird schwer auf ihr lasten, sie wird fallen und nicht wieder aufstehen. An jenem Tag wird der Herr die Heerscharen der Erhabenen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde bestrafen. Und sie werden versammelt werden wie Gefangene, die in der Grube versammelt sind. Wohin geht der Teufel? In den Brunnen des Abgrunds. Und sie werden in dem Gefängnis eingeschlossen werden. Und nach vielen Tagen, nach 1000 Jahren werden sie bestraft werden. Achten Sie auf den Wortlaut. Lesen Sie Hesekiel Kapitel 38, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen Gog, im Lande Magog, dem Fürsten von Rosch, Meschach und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich bin gegen dich, Gog, der Fürst von Rosch, Meschach und Tubal. Ich will dich umkehren und dir Haken in den Rachen legen und dich herausführen mit deinem ganzen Heer, mit Pferden und Reitern, alle prächtig gekleidet, das heißt zum Kampf bereit, eine große Schar mit Schild und Schild, alle mit Schwertern, Persien, Äthiopien, Libyen. Er schließt alle Feinde hiermit ein, mit ihnen, alle mit Schild und Helm, Gomer und alle seine Truppen im Haus Toregum aus dem hohen Norden und seine Truppen. Warum heißt es Norden? Damit ist nicht Russland gemeint. Satan sagte, ich will an den Seiten des Nordens sitzen. Das bedeutet den höchsten Ort. Und alle seine Truppen und viele Menschen mit dir.
Dies ist eine Schlacht, eine große Schlacht am Tag Gottes, wenn alle Bösen gegen den Herrn kommen. Lies in verse. Hesekiel 38 geht zu Vers 8. Und nach vielen Tagen, wie Jesaja sagte, also nach den 1000 Jahren, werdet ihr heimgesucht werden. In den letzten Jahren werdet ihr in das Land kommen, die, die aus dem Schwert zurückgebracht und aus vielen Völkern auf den Bergen Israels gesammelt wurden, die schon lange verödet waren. Wie war der Zustand der Welt? Trostlos. Und sie wurden aus den Völkern herausgeführt. Und jetzt wohnen sie alle sicher. Die Gerechten sind in dem neuen Jerusalem. Du wirst aufsteigen und wie ein Sturm kommen und das Land wie eine Wolke bedecken. So lesen wir es in der Offenbarung. Sie bedecken die Erde wie der Sand am Meer. Du und alle deine Truppen und viele Menschen mit dir. So spricht Gott, der Herr, an jenem Tag wird es geschehen, dass Gedanken in euren Köpfen entstehen und ihr einen bösen Plan schmiedet und sagt, ich werde gegen das Land der unbewohnten Dörfer hinaufziehen, um gegen das neue Jerusalem zu kämpfen. Ich will zu einem friedlichen Volk gehen, das sicher wohnt, das ohne Mauern wohnt und weder Riegel noch Tore hat. Hesekiel 38, Vers 14. Darum, Menschensohn, prophezeie und sprich zu Gott. So spricht der Herr an dem Tag, da mein Volk Israel sicher wohnt, wirst du es nicht erkennen? Dann wirst du von deinem Ort aus dem fernen Norden kommen, du und viel Volk mit dir, alle auf Pferden reitend, eine große Schar und ein gewaltiges Heer. Du wirst gegen mein Volk heraufziehen wie eine Wolke und das Land bedecken und in der letzten Zeit sein. Ich bringe euch gegen mein Land, damit die Völker mich erkennen und in mir geheiligt werden. Und ich will das Schwert gegen Gog rufen auf allen meinen Bergen, spricht Gott der Herr. Ein jeder wird sein Schwert gegen seinen Bruder richten und ich werde sie ins Gericht bringen mit Pestilenz und Blut vergießen und ich werde auf ihn und seine Truppen und auf die vielen Menschen, die bei ihm sind, einen flutartigen Regen, große Hagelkörner aus Feuer und Schwefel herabregnen lassen, heißt es nicht, dass Gott Feuer und Schwefel regnen lässt, eine Offenbarung. So will ich mich verherrlichen, vergrößern und heiligen, und ich will bekannt werden in den Augen vieler Völker. Sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Das ist es, was Sie in der Offenbarung zuhauf lesen. Es ist alles aus Hesekiel und Jesaja entnommen. Wir müssen den Hintergrund für diese große letzte Schlacht kennen, die stattfindet. In diesem entscheidenden Moment wird alles aufhören. Satan sieht alle Bösen, die je gelebt haben, und er sagt, es gibt mehr von uns als von ihnen. Er hat sich nicht geändert. Er hat keine Reue gezeigt. Er sagt, lasst uns sie angreifen. Und er sammelt sich. Er ist immer noch ein mächtiges Wesen. Vergessen Sie nicht. In die Mächtigsten im Universum sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nummer 4 war das erste geschaffene Wesen, Luzifer. Er nimmt seine Macht und inspiriert all die toten Scharen und sie bekommen keine verherrlichten Körper. Und ich weiß nicht genau, Gott flickt sie zusammen, damit sie wissen, was vor sich geht, aber sie funktionieren, okay? Und er sagt, wir können die Stadt einnehmen und sie anstatt Buße zu tun, weil sie wissen, dass sie auf der Außenseite stehen, hören sie immer noch auf den Teufel. Gott ist bereit, die Verlorenen zu vernichten. Es gibt Menschen in der Stadt, die einige Leute, die draußen sind, lieben. Gott liebt die Verlorenen. Gott muss zeigen, dass er keine andere Wahl hat. Selbst nach 1000 Jahren, wenn sie aus ihren Gräbern kommen, sind sie immer noch bereit, auf Luzifer zu hören. Und er startet diesen Angriff. Es heißt, dass er nur für eine bestimmte Zeit frei ist. Wir wissen nicht, wie lange das ist. Sie bereiten Kampfwerkzeuge vor. Das weiß ich nicht. Es heißt, dass Mose die Freuden der Sünde eine Zeit lang ablehnte. Das waren 40 Jahre in der Wüste. Ich weiß nicht, wie lange es ist, aber für eine gewisse Zeit sammelt er sie und wird Napoleon dort haben. Er wird Alexander den Großen haben, Julius Caesar. Es wird einige große Anführer geben. Er wird sagen, dass wir die Stadt einnehmen können. Aber bevor sie ihren Angriff starten, was passiert dann? Er hält alles auf. Ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß. Und die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Sie wissen, dass wir uns in diesem Moment alle wiedersehen werden. Jesus sagte, dass der Tag kommen wird, an dem er alle Völker vor sich versammeln wird und sie getrennt werden. Er wird die Schafe haben, die gerettet werden. Und die Böcke, die verloren sind. Weißt du, warum die Ziegen verloren sind? Weil die Ziegen ihre Hörner zum Stoßen benutzen. Jedes Mal, wenn Jesus sagt, ihr müsst mir nachfolgen, sagen sie, naja, ich würde dir ja nachfolgen, aber ich würde mit dem Rauchen aufhören, aber ich würde mich taufen lassen, aber all diese Ausreden und Rationalisierungen und
Er trennt die Schafe von den Ziegen, alle sind da. Dieser große Tag des Gerichts, sagt er, der es gut gemacht hat, gute und treue Knechte, die in die Freude des Herrn eingehen. Ich war hungrig und ihr habt mir den Durst gestillt. Ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und du bist zu mir gekommen. Sie werden sagen, Herr, wann haben wir das getan? Was ihr für einen der Geringsten getan habt, meine Brüder, das habt ihr auch für mich getan. Und er wendet sich an die Böcke, die Bösen, und sagt, ich war hungrig. Ihr habt mich nackt nicht gespeist. Ihr habt mich nicht bekleidet. Und was ihr den Geringsten unter ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan, weil sie ihre Brüder nicht liebten. Sie sind verloren. Es gibt einen großen Tag des Gerichts. Die Erlösten sind in der Stadt. Die guten Engel sind in der Stadt. Christus ist in der Stadt. Alle Bösen sind außerhalb der Stadt. Gott, der Vater, der Sohn und der Geist werden über die Stadt erhoben werden. Jeder wird ihn an diesem Tag sehen. Er wird auf seinem weißen Thron sitzen. Und in diesem Moment wird er über alle richten. Sie erkennen, dass Gott nicht alle in einer Reihe aufstellt wie die Kraftfahrzeugbehörde. Einer nach dem anderen wird eingeliefert. Das würde 1 Million Jahre dauern. Er richtet die Menschen. Er lässt ihr Leben an ihnen vorbeiziehen. Sie sehen, wie er alles getan hat, um sie zu retten, aber sie waren zu sehr mit der Sünde beschäftigt. Und am Ende wird sich jedes Knie beugen. Was geschieht, nachdem die Bösen gerichtet sind? So wahr ich lebe, sagt der Herr. Wie viele? Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Im Namen Jesu, Philipper 2, Vers 10. Jedes Knie wird sich beugen, von denen im Himmel und denen auf der Erde, denen unter der Erde. Sogar der Teufel wird schließlich gezwungen sein, sich vor Christus zu beugen und zu sagen, Gott ist gut und ich hatte Unrecht. Im Namen Jesu wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Christus sagt, Satan, falle nieder und bete mich an. Sie sagt, nein, bete nur Gott an. Der Satan wird niederfallen und Jesus anbeten. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel, eine Schar im Himmel, die sagte, wahrhaftig und was? Gerecht sind seine Urteile, wir werden alle verkünden. Gott ist gut. Und dann zu diesem Zeitpunkt, wenn sie erkennen, dass die Situation hoffnungslos ist, wird Satan sagen, nein, nein, es ist noch nicht zu spät, kämpft gegen die Stadt. Und sie werden sich alle gegeneinander wenden, wie wir gerade Gog und Magog gelesen haben. Sie werden sich gegenseitig beschuldigen und es wird Chaos und Blutvergießen geben. Und Feuer kommt von Gott aus dem Himmel herab. Und sie werden verurteilt. Dies ist Frage 11. Was geschieht als nächstes? Feuer kommt von Gott aus dem Himmel herab und verzehrt sie. Einige brennen länger als andere. Jeder Mensch wird so bestraft, wie er es verdient hat. Amen. Es gibt verschiedene Grade der Belohnung, gute und schlechte. Und jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, wird in den See des Feuers geworfen. Beim Gericht Noahs gab es eine Flut und nur die, die in der Arche waren, wurden gerettet. Am Ende wird es eine Feuerflut geben und nur die, die in der Stadt sind, werden gerettet. Amen. Ihr wollt im neuen Jerusalem sein, ihr wollt in Christus sein, er ist die Arche. Bleibst du in Christus? Wer in ihm bleibt, sündigt nicht, es sei denn, ihr bleibt in ihm wie der Weinstock, du bringst keine Frucht hervor. Wir müssen in ständiger Gemeinschaft sein und mit Jesus gehen. Amen. Nummer 12. Jetzt wird's schön. Wenn das Feuer auf der Asche dieses gereinigten Planeten erloschen ist, wird er nicht für immer und ewig brennen. Es heißt, er wird zu Asche. Was wird Gott für sein Volk tun, nachdem das Feuer erloschen ist? Siehe, ich tue was? Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Und Freunde, wenn der Teufel ausgetrieben wurde, weil er gesündigt hat, gehen wir nicht sündigend hinein. Ihr müsst euch von eurer Sünde abwenden, für eure Sünde Buße tun. Sie können es durch Jesus tun. Sie können eine neue Kreatur sein und ein neues Leben führen. Diese Welt ist es nicht. Wir lassen uns von unseren Handys, den Medien und der Unterhaltung ablenken. Irgendwie denken wir, dass es all das ist. Das ist es aber nicht. Denn das ist die Planung für das, was wirklich wichtig ist. Lassen Sie sich nicht vom Teufel mit den Sorgen dieses Lebens ablenken, damit Sie die Ewigkeit verlieren. Sie können ewig leben. Jesus will Ihnen ewiges Leben geben, damit Sie nicht untergehen. Nach seiner Verheißung erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Und wo wird das sein? Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erbe, die Erde hier erben. Er wird hier eine neue Welt erschaffen. Gott hatte einen ursprünglichen Plan. Der Teufel hat alles durcheinander gebracht.
Gott wird nicht zulassen, dass der Teufel seinen Willen bekommt. Er sagt, ich werde tun, was ich angefangen habe zu tun. Ich werde zu Ende bringen, was ich begonnen habe. Auf dieser Welt werde ich ein Paradies erschaffen, aber es wird ein Upgrade sein. Denn Gott wird die Hauptstadt des Universums auf unseren Planeten verlegen und er wird mit uns leben. Und die Bibel sagt, dass wir sein Gesicht sehen werden. Was für ein Privileg. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wird die größte Glückseligkeit und Freude von allen sein, dass wir in der Gegenwart Gottes verweilen können. Frage 13. Wo werden Gott und die Gerechten schließlich wohnen? Und die Hütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden die Erde erben. Nummer 14. Was werden die Erlösten im neuen Jerusalem und auf der neuen Erde erleben? Es ist eine Welt, in der es keinen Schmerz mehr gibt. Kein Kummer, keine Krankheit, kein Tod, kein Sterben mehr, kein Böses mehr, kein Verbrechen mehr. Einige werden arbeitslos sein. Keine Polizei mehr. Keine Anwälte mehr. Keine Ärzte mehr. Ich meine, wir wissen zu schätzen, was sie jetzt tun, aber sie können sich einen anderen Beruf suchen. Sagt ihr Amen? Dann werden die Lahmen hüpfen wie ein Herz. Die Zunge des Dunges wird singen. Pastor Duck wird Haare auf dem Rücken haben. Alle Dinge werden wiederhergestellt werden. Und er will euch in diesem Reich haben, Freunde. Wie viele von ihnen wollen dabei sein? Jesus hat einen unglaublichen Preis bezahlt. Er starb und litt für jede einzelne eurer Sünden. Was für eine Schande, wenn er ihn für sie verfügbar machen würde. Und er vergeblich für sie gestorben ist, weil sie sich nicht zu ihm bekehren wollten. Glauben Sie an ihn. Er will ihnen ein neues Herz, ein neues Leben geben. Es spielt keine Rolle, was ihre Probleme sind. Jesus ist größer. Glaubt ihr das, Freunde? Darf ich mit ihnen beten? Vater im Himmel, bitte segne diese Menschen, damit sie diese neue Geburt erleben können. Erlöse uns von unseren Sünden. Wir wollen bereit sein für dein erstes Kommen. Wir bitten dich in Christi Namen. Amen. Gott segne euch, Freunde. Wann ist unser nächstes Treffen? Dienstagabend. Wir sind aus Kalifornien gekommen. Bitte kommt aus Brooklyn. Kommt aus Queens. Diejenigen, die zuschauen, wir sprechen über die antichristliche Bestie. Verpassen Sie es nicht. Gott segne Sie und wünsche Ihnen einen schönen Abend.